Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, schon seit Wochen bringt die Frankfurter Allgemeine Zeitung eine Chronik über die Tage, die Frühjahrstage des Jahres 1945. In diesem Jahr jährte sich zum 75. Mal, dass der Krieg zu Ende ging. In Tuttlingen war das am 21. April 1945 der Fall und das ist für uns Anlass, da zurückzuschauen, 75 Jahre zurückschauen. Das wollen wir morgen dann am eigentlichen Tag auch tun mit unserer Pfarrchronik, die liegt hier vor mir. Diese Pfarrchronik wurde geschrieben jeweils von den Pfarrern seit dem Jahre 1883 und darin hat der damalige Pfarrer, der hier 1945 Pfarrer war, nämlich Franz Josef Lutz, auch etwas geschrieben und seine Eintragung wollen wir dann morgen hören. Heute vielleicht zunächst mal etwas zu unserem Pfarrer Lutz, der hängt hier hinter mir auf diesem Porträt als einer, der auf uns herabschaut, hier in unserem Besprechungsraum in dem 1892 erbauten Pfarrhaus an der Königstraße 34. Und seit dieser Zeit, seit 1892, wohnen hier die Tuttlinger Pfarrer und eben auch Franz Josef Lutz hat hier gewohnt. Was war er für einer, was für eine Person ist er gewesen? Er ist geboren im Jahre 1891, am 14. Oktober, und zwar aus Bad Mergentheim stammend. Er stammte aus einer kinderreichen Familie, wobei sehr früh Geschwister von ihm auch gestorben sind, so wie das damals üblich war. Sein Vater war Stadtschreiber, also Beamter dort in Bad Mergentheim. Und er geht den üblichen Weg des Zöglings damals, wie man sagte, wenn man Priester werden wollte, also besucht auch das Konvikt ab 1907/08, das Konvikt in Rottweil. Dort ist er dann Kurskollege, Studienkollege zu einem, der aus unserer Pfarrei stammte, an den sei heute auch erinnert, an Josef Effinger, der Sohn eines Schneiders war, aus Tuttlingen stammend und viele Jahre dann Stadtpfarrer dann in Bad Mergentheim war und dort 1958 gestorben ist. Er beginnt, unser Franz Josef Lutz, das Theologiestudium 1911 an der Universität Tübingen und in seine Jugend fällt natürlich der Erste Weltkrieg. Er nimmt aktiv am Ersten Weltkrieg teil und zwar als Sanitätsunteroffizier der Sanitätskompanie 572 und erringt im Krieg, im Ersten Krieg sogar die silberne Verdienstmedaille. Er kommt aus dem Krieg zurück und gehört zum ersten Kurs, der nach dem Ersten Weltkrieg geweiht wurde im Jahr 1920, und zwar am 20. Februar 1920 von Bischof Paul Wilhelm Kettler, wird er in Rottenburg zum Priester geweiht. Er wird dann Vikar in Rottweil, Februar 20, Vikar in Schelklingen 1920, und er kommt dann eben auch als Vikar schon hierher nach Tuttlingen. In den Jahren 1920 bis 22 ist er hier Vikar dann auch gewesen und Vikar in Saalach. Er wird Vikar in Tübingen eben sehr oft versetzt, wie das damals üblich war in dieser Vikarszeit. Und schließlich und endlich ist er 10 Jahre lang Kaplan an der Kirche St. Elisabeth in Stuttgart. Und 1935 kommt er hierher nach Tuttlingen, wird hier investiert und er bleibt bis zum Jahre 1946 Pfarrer von Tuttlingen. Und er ist eine besonders kraftvolle Persönlichkeit schon von seinem Äußeren her. Sacerdus Maximus hat man ihn genannt, also einen großen, gewachsenen, großer Priester war er. Und er hat sehr energisch hier den Kirchbau vorangetrieben. Tuttlingen war ja, wie gesagt, seit im 19. Jahrhundert war es hier eine katholische Kirchengemeinde, die dann viel zu groß war für die kleine Kirche, für die neugotische Kirche. Und er hat dann ab dem Jahr 1938 die Galluskirche umgebaut, in einer sehr schwierigen Zeit, Zeit des Nationalsozialismus, kurz vor dem Krieg. In unserer Diözese sind derzeit ganz, ganz, ganz wenig Kirchbauten entstanden und da brauchte er sozusagen wirklich Energie und Kraft. 1946 ist er in den Redemptoristenorden eingetreten, nach Gars am Inn, und hat als Redemptorist gewirkt, als Volksprediger, als Volksmissionar. Und in den 50er Jahren von 1954 bis 1959 war er dann der erste Pfarrer von St. Alfons in Würzburg. Dort ist heute noch ein Redemptoristenkloster und er hatte immer auch einen Hang zur Kunst. Georg Meistermann hat dort in dieser St. Alfonskirche das große Altargemälde ausgestaltet. Ja, Franz Lutz wird uns jetzt morgen begleiten mit der Pfarrchronik und seine Erlebnisse hier von Tuttlingen berichten. Er ist hier, wie gesagt, in unserer
Pfarrei Tuttlingen nicht vergessen und darum sei heute am 20. April als besonderer Tag an ihn erinnert.